Ja, lassen Sie mich einmal ganz kurz anfangen, wie unser neuer Papst Franziskus. Guten Tag. Liebe Herforderinnen, liebe Herforder, liebe Besucher aus ganz Ostwestfalen, trotz des nicht idealen Wetters freue ich mich, dass Sie doch so zahlreich erschienen sind. Herzlich willkommen auf der Freiheit hier in unserer Heimatstadt Herford. Zunächst einmal möchte ich unseren Herrn Bruno Wollbring, unseren Bürgermeister, recht herzlich begrüßen. Ich begrüße recht herzlich die Ratsmitglieder, die natürlich entscheidend dazu beigetragen haben, dass dieses Volksfest an dieser Stelle stattfinden kann. Dafür noch einmal ein herzliches Dankeschön und herzlich willkommen an die Ratsmitglieder der Stadt Herford. Dankeschön. Begrüßen möchte ich auch die Fraktionsvorsitzenden und die Fraktionsmitglieder der Parteien aus dem Kreis und der Stadt Herford. Besonders begrüßen möchte ich Herrn Luther Sobeck, Frau Ulrike Schulz, Frank Hölscher und das Team der gesamten Pro Herford, die auch die zweite Auflage dieses Volksfestes mitgeholfen haben, dass es so stattfinden kann. Dafür nochmal ein recht herzliches Dankeschön.
Des Weiteren möchte ich begrüßen Herrn Stefan Schwarze, Mitglied im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen. Sowie Herrn Kreisdirektor, Herrn Hemeyer. Entschuldigen muss ich an dieser Stelle unseren Präsidenten des Deutschen Schauspielerbundes, Herrn Albert Ritter, der leider aus Terminüberschneidung heute leider nicht kommen kann. Begrüßen möchte ich auch den ersten Vorsitzenden des Osnabrücker Schaustellerverbandes Weser Ems, Herrn Otto Cornelius. Und sehen Sie mir das bitte nicht nach, falls ich jemanden vergessen habe oder nicht persönlich angesprochen habe. Auf der Freiheit, ein Volksfest mitten im Herzen unserer Stadt zu veranstalten, erfreut mich stolz, unsere Heimatstadt über die Grenzen hinaus bekannt zu machen. Und das ist uns im letzten Jahr bestens gelungen. Mit weit über 100.000 Besuchern an den neuen Volksfesttagen haben wir einen großen Schritt gemacht, um dieses Volksfest hier an dieser Stelle zu etablieren. Und so können wir als Schauspielerverein und Veranstalter mit Stolz sagen, für diese unsere Stadt einen großen Anteil zur Städtewerbung beizutragen, wie keine andere Gruppe in dieser Stadt. Denn wer holt an 9 Tagen schon so eine Menschenmenge in die Stadt, in unsere alte Hansestadt Herford, wie dieses Volksfest auf der Freiheit? Und auch so leisten wir in Zukunft zur Stadtentwicklung und zum Stadtbild leisten wir einen großen Beitrag, von denen die Stadt und auch der Einzelhandel profitieren. Wir hoffen, und da spreche ich im Namen aller Anwesenden, mit diesem Volksfest wieder einmal etwas Besonderes geschaffen zu haben. Also lassen Sie uns gemeinsam mit Besuchern aus nah und fern unser Volksfest auf der Freiheit feiern und erleben. Dankeschön. Und nun hat das Wort zur Eröffnung der Bürgermeister Bruno Vollbrenn. Bitte. Ja, vielen Dank, lieber Herr Vorsitzender. Irgendwas stimmt mit der Technik nicht. Da muss ein bisschen mehr nach hier gehen. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich nicht haben nehmen lassen, schon zur offiziellen Eröffnung auch dabei zu sein. Und mein Vorredner hat es angedeutet, wenn man im Moment morgens die Jalousien hochmacht und aus dem Fenster guckt und den Schnee sieht, könnte man meinen, wir eröffnen heute gemeinsam den Weihnachtsmarkt. So, meine Damen und Herren, ist es aber nicht. Sie sind hier richtig bei der Osterkirmes. Und dass Sie sich nicht davon abhalten lassen, dabei zu sein, zeigt ja, welche große Fangemeinde unsere Schausteller hier in Herford haben. Und ich bin immer wieder tief beeindruckt, wenn Sie die Anzahl der Ehrengäste hier besonders erwähnen. Denn das ist ja schon ein sehr deutliches Zeichen der Wertschätzung, die Sie auch mehr als verdient haben. Und insofern will ich das gerne aufgreifen, was Sie angedeutet haben. Wir sind uns der Strahlkraft unserer Stausteller für unsere Stadt hier in Herford schon bewusst. Und deswegen sind wir auch dankbar, dass Sie so viele Aktivitäten entwickeln und damit auch einen Anreiz schaffen, diese Stadt zu besuchen, einen überregionalen Anreiz schaffen. Und deswegen sehen wir es auch als unsere Verpflichtung an, Sie hier dabei zu unterstützen. Und ich freue mich deshalb sehr, und Sie haben es erwähnt, dass die Vertreter des Rates, die heute hier zugegen sind, die mutige Entscheidung getroffen haben, diese Osterkirmes mal in der City in dieser Form zu veranstalten. Sie wissen, wir haben nicht von allen dafür Beifall gekriegt. Das ist bis heute so, weil das natürlich mit sich bringt, dass es zu verkehrlichen Behinderungen kommt, dass es auch zur Störung in der Anwohnerschaft kommen kann. Da kann ich nur um Verständnis bitten. Es ist völlig klar, wenn wir die Hauptverkehrsader hier in dieser Weise schließen, hat das Auswirkungen. Das merkt man, da kann man noch so klug rumleiten, das wird immer so sein. Aber ich denke, die Beeinträchtigung kann man mal in Kauf nehmen, wenn man denn hier sieht, was einem geboten wird. Und ich kann nur jeden, auch Kritiker, einladen, sich diese Osterkirmes selbst einmal anzusehen. Dann wird er genauso begeistert sein wie Sie. Und ich bin wirklich stolz darauf, dass Sie es geschafft haben, so viel auch neue Attraktionen hier wieder zu bieten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und großes Kompliment auch
was die Logistik anbelangt. Das ist für mich immer wieder ein Wunder und ich kriege das ja live mit, wie diese Kirmes aufgebaut wird. Und als das schon im letzten Jahr das erste Mal der Fall war und ich hörte, wie viele Schaustellergeschäfte hier entstehen sollten auf dieser Meile, hätte ich es eigentlich nicht für möglich gehalten, dass Sie das hinkriegen mit dieser Bravour, spricht für Ihre Professionalität. Und man soll ja noch nicht über den Abbau sprechen, aber ich weiß es vom letzten Jahr, wie Sie es auch hinkriegen, in einer Nacht den Abbau zu organisieren. Ich denke, das sollte an dieser Stelle auch mal erwähnt werden. Und da freue ich mich sehr, dass Sie die gute Zusammenarbeit hier mit den Verantwortlichen der Stadt erwähnt haben, das Ordnungsamt Pro Herford. Ich denke, nur aus einem guten Zusammenspiel heraus kann so etwas auch entwickelt werden. Ich freue mich auch, dass Sie an der Tradition festgehalten haben, einen Familiennachmittag zu veranstalten. Ich denke, das ist ganz wichtig, auch diese Zeichen zu setzen und dass ein Tag des Sportes dabei ist, freut mich natürlich ebenfalls ganz besonders. Auch der erste Repräsentant des Sportes, Jochen Zähler, hat es sich ja auch nicht nehmen lassen, hier dabei zu sein und damit deutlich gemacht, wie sehr er das Ganze unterstützt. Und ich finde, das ist gut und das ist richtig und wird Garant des Erfolges sein. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, selbst wenn die Temperaturen noch nicht so mitspielen, spätestens wer das Angebot hier erlebt hat, dem wird warm bis heiß werden, sodass er die Temperaturen gar nicht spürt. Und deswegen wollen wir uns jetzt gemeinsam auf die Kirmes freuen. Allen, die hier mitgeholfen haben, ein herzliches Dankeschön. Natürlich auch den Sponsoren wie Sparkasse, wie Pro Herford. Das ist auch in der heutigen Zeit nicht immer eine Selbstverständlichkeit, aber zwingende Voraussetzung, dass ein solches Volksfest noch veranstaltet werden kann. Großes Kompliment Ihrer Schaustellermannschaft, dem Vorstand im Mitteldeutschen Schaustellerverein, dass Sie es geschafft haben, uns diese zweite Osterkirmes auf der Freiheit in der City zu präsentieren. Und ich kann nur alle einladen, dabei zu sein. Ich wünsche der Kirmes einen guten Verlauf und erkläre sie hiermit offiziell für eröffnet. Vielen Dank. Und wir schaffen es mit einem Schlag. Bravo. Da spricht die Durchschlagskraft des Bürgermeisters für sich. Vorsichtshalber, da prima. Ja, prima, es ist angezapft. Und dann sage ich mal, zum Wohl. Ich habe Christa gestern, vorgestern, Christa auch gesagt, du musst da hier.